Herzlich willkommen zum 14. Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteigerinnen und Einsteiger leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. Die Rechtsprechung wird in Österreich von unabhängigen Gerichten durchgeführt. Ein anderer Ausdruck für die Rechtsprechung lautet die Judikative. Wenn eine Richterin vor Gericht darüber entscheidet, ob ein Mann jemanden ermordet hat und damit ein Gesetz gebrochen hat, ist dies ein Beispiel für die Rechtsprechung bzw. Judikative. Die Judikative ist eine Staatsgewalt, da nur staatliche Gerichte mit ihren Richterinnen und Richtern darüber entscheiden dürfen, wer die Gesetze gebrochen hat und Strafen verhängen dürfen. Die Richterinnen und Richter bezeichnet man deshalb als unabhängig, da sie in ihren Urteilen nur an die Gesetze gebunden sind, die vorher von gewählten Abgeordneten beschlossen wurden. Die Richterinnen und Richter sind unabhängig vom politischen Einfluss. Niemand darf zum Beispiel einen Richter dazu zwingen, ein bestimmtes Urteil zu fällen. Die Richter sind nur daran gebunden, die Gesetze zu erfüllen. Jeder darf nur auf Grundlage eines Gesetzes verurteilt werden. In Österreich ist die Rechtsprechung eine Aufgabe des Bundes. Im Streitfall, ob ein beschlossenes Gesetz der Verfassung widerspricht, entscheidet der Verfassungsgerichtshof. Im Streitfall, ob sich die öffentliche Verwaltung an die Gesetze hält, entscheidet der Verwaltungsgerichtshof. Für die meisten anderen rechtlichen Fragen ist in der Regel die ordentliche Gerichtsbarkeit mit den Landes- und Bezirksgerichten zuständig. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im 15. Video, meine Videopodcast-Reihe mit dem Titel Die Geburtsurkunde des unabhängigen und demokratischen Österreich, der österreichische Staatsvertrag 1955.